Seid ihr mittlerweile auch so müde wie ich so von der SIGINT? So schön das Loch mittendrin, so zur Halbzeit. Draußen ist es warm, man hat nur in der Sonne gesessen. Die Mate hilft auch nicht mehr nach anderthalb Tagen. Also ich nehme es keinen übel, wenn jetzt jemand hier mal so auch die Session nutzt, um mal ein bisschen auszuruhen, vielleicht auch einzuschlafen. Ich hoffe, ich kann euch trotzdem noch irgendwie begeistern für die Dingfabrik. Ja, ist ein bisschen schade. Eigentlich sollte ich den Vortrag zusammen mit dem Alexander Speckmann halten, aber irgendwie kriege ich den nicht. Er reicht so telefonisch. Der weiß aber, dass der Vortrag heute ist, hat ihn extra auch noch verlegen lassen. Im ursprünglichen Fahrplan hieß es, dass der Freitag sein sollte. Ja, jetzt müssen wir alleine machen. Ich bin Lars Weiler, falls ihr mich nicht kennt. Manche kennen mich auch unter Pylon. Eigentlich bin ich CCCler seit irgendwie 15 Jahren. Ich habe hier im Rheinland mehrere CCC-Räume mit aufgebaut, unter anderem den in Düsseldorf, später dann hier mit in Köln weiter mitgewirkt. Wir haben dann mal so vor ein paar Jahren mit ein paar Leuten zusammen hier aus Köln, das war 2007, die sogenannten Hackerspace Design Patterns geschrieben. Das war unter anderem der Jens Ohlig, der hat gleich auch noch einen Vortrag. Und der Thorsten Haas, der Skyty. Inzwischen sind wir alle auch ausgewandert nach Berlin. Das böse Berlin, wo alle hingehen. Aber kurz vor unserem Wegwandern haben wir 2010 noch einen neuen Hackerspace hier aufgemacht. Eher gesagt ein FabLab, die Dingfabrik. Ach, jetzt seid ruhig. Der Tisch wackelt immer, wenn ihr irgendwelche Menschen schreibt. Tante. So, was ist die Dingfabrik? Die Dingfabrik kann man verstehen ja als ein klassisches FabLab, was so ursprünglich aus dem MIT-Umfeld stammte, also ein Raum, der eine offene Werkstatt ist, ein Raum zum Treffen, ein Raum mit einer Community drumherum. Eigentlich ein Raum, an dem aus Ideen Dinge werden. Das ist so eine kleine Collage von dem, was man oder was in der Dingfabrik passiert ist in den letzten Jahren. Sehr viele Holzarbeiten sind dabei, sind Elektronikbasteleien dabei, Näharbeiten sehr viele, Origami oder auch die Kombination von allem drumherum. So, wie kann man Elektronik mit Origami und Holz verbinden und das Ganze dann auch noch mit Licht gestalten? Das ist auch so ein weiterer Schwerpunkt der Dingfabrik, also zumindest von den Leuten, die aktuell da sind. Interessante Lampen draus bauen. Es gibt hier unten in diesem Haus, unten im Hackcenter, etliche Leute von der Dingfabrik. Oder vielleicht können wir kurz die Leute aus der Dingfabrik aufstehen. Da hinten in der Ecke habe ich da die Peer-Group mitgebracht. Die könnt ihr alle mal durchaus ansprechen. Wenn ihr mehr zur Dingfabrik nachher so beim Rundgang irgendwie erfahren wollt, die können euch ein paar Sachen zeigen, was es unten alles gibt. Aktuell wird zum Beispiel so ein Laser gebaut, so Lasertechnik, das neue Rocket Science. Ach nee, das sollte man nicht mehr sagen, ne? Seit der Keynote heute Morgen. Also viele Sachen, die passieren für Leute, die etwas machen wollen. Ja, wie begann das Ganze? Wir haben 2010, wie ich gerade schon mal kurz sagte, 2010 gemerkt, dass es so hier in Köln einen Bedarf daran gibt, einen Raum zu schaffen, an dem etwas produziert werden kann. Also es gab bisher einen Hackerspace hier in Köln, eigentlich nur den C4, den CCC Cologne. Das war aber eher so der Softwarebereich oder auch politische Bereich. Ich meine, der CCC Cologne, der gedeiht ja unheimlich gut hier in Köln, hat ja jetzt auch seit einem Monat neue Clubräume, richtig schöne große Clubräume. Ich weiß gar nicht, ob es so eine Führung oder sowas gibt. Vielleicht könnt ihr ein paar Leute einfach ansprechen vom CCC Cologne, ob ihr vielleicht mal rübergehen könnt, mal reinschauen könnt, vielleicht abends auch mal, wenn ihr Lust drauf habt, irgendwie einfach mal die Räume anzuschauen. Die sind natürlich jetzt ein bisschen verwüstet, weil so die Hälfte der Materialien hier auf der SIGINT stehen. Aber lohnt sich, gibt auch ein Bällebad dort vor Ort. Ja, das Bällebad in CCC Cologne ist fest eingebaut. Das lässt sich schwer bewegen. Ich höre da hinten lachen. Ich glaube, es ist von den Leuten, die auch schon mal da drin gesessen haben. Also, ja, wildes Kopfnicken. Deshalb steht es dort noch rum.
Ja, der Bedarf war da für einen Raum, wo mehr auch, ich sag mal, dreckig gearbeitet werden kann. Ihr kennt das vielleicht selber, Softwaretechniker, das ist ja alles so ein Job, der sehr sauber ist, wo man im Grunde, ja, eigentlich nur noch so, das Dreckigste ist, glaube ich, die Tastatur. Ich glaube, das ist auch mittlerweile das Instrument, was am generell so die meisten Keime oder so besitzt, so Tastaturen. Aber wir haben halt nicht irgendwie so mit zersparender Technik oder sowas zu tun als Softwaretechniker. Und wir brauchen hier in Köln einfach einen Raum, wo wir auch ja mal mit Holz arbeiten können, auch mal mit Metall arbeiten können und vor allen Dingen auch Maschinen dafür, mit denen wir die Bearbeitung durchführen können. Das geht so ein bisschen auch in die Richtung rein, was wir gestern auf dem Vortrag gehört haben von Julian und MS Pro zu ja, Sharing von Instrumenten, von Werkzeugen. Da war ja immer die berühmte Bohrmaschine genannt. Das heißt, dass es einen Raum gibt, wo man diese Bohrmaschine vorfinden kann, diese auch nutzen kann, für irgendwelche Sachen herzustellen, sei es Kunst oder sei es auch für zu Hause oder vielleicht auch mal ausleihen. Persönliche Anmerkung von mir dazu, ich habe es echt vermisst bei meinem Umzug, als ich nach Berlin umgezogen bin und dann erstmal festgestellt, so wie viel Werkzeug mir tatsächlich fehlt, was ich immer wieder meiner Dingfabrik ausgeliehen habe, um irgendwas herzustellen, um irgendwie vielleicht auch die Wohnung zu renovieren. Inzwischen musste ich dafür mehrere hundert Euro dann auch mal Material anschaffen, weil ich das auch in Berlin nicht gekriegt habe, so auf Anhieb, war die Verfügbarkeit einfach nicht da. In der Dingfabrik hatte ich Schlüssel, konnte ich reingehen, abholen, später wieder zurückbringen, passte super. Das fehlte mir tatsächlich, also Dingfabrik war da schon echt praktisch für. Dazu kam dann noch eine ganz große Runde Know-how, das war vor allen Dingen ja, die drei, vier Leute, die an den Hackerspace Design Patterns mitgewirkt hatten, dass die auch alle aus Zufall in der Dingfabrik dann aufgetaucht sind beim ersten Meeting. Das war vor noch nicht mal 2 Jahren, irgendwie Anfang Juni 2010 war das, wo ein Rundschreiben durchging, durch die, ich sag mal, Kölner Blogosphäre oder Mini-Blogosphäre, Twitter, dass es einen Vortrag gibt in dem Coworking Space hier in Köln, um sich mal zusammenzusetzen, sowas wie ein FabLab aufzuziehen. Und es kamen direkt an dem Abend 25 Leute. Andere Interessante dabei ist Leute, die sich noch nicht kannten, aber feststellten so, oh, wir kennen uns so über maximal eine Distanz, also eine Person dazwischen. Also es war auch ja im Grunde wieder diese netzpolitische Szene oder netztechnikaffine Szene so in Köln, die halt zusammenkam. Und es war ein ganz großes Know-how vorhanden. Also wir hatten uns wirklich ja am Ende des Abends von der grundsätzlichen Idee abgewandt. Die grundsätzliche Idee war, eigentlich nur so eine Google Maps Karte aufzusetzen, in der drin steht, wo kann man in Köln irgendwas produzieren lassen. Wo finde ich in Köln zum Beispiel eine Schreinerei, wo finde ich in Köln irgendwie einen Ort, wo es vielleicht auch einen Lasercutter gibt, wo kann ich 3D drucken oder sowas in die Richtung. Das war die ursprüngliche Idee gewesen. Davon haben wir uns dann direkt abgewandt und haben gesagt, so nee, komm, lass uns mal was Eigenes machen, lass uns eigene Räume irgendwie finden, lass uns selber was aufziehen. Und lass daraus komplett einen Verein machen mit Community drumherum. Keine 2 Wochen später standen wir beim Notar, hatten die Satzung eingereicht. Dann dauert es nochmal 6 Wochen, bis das Amt innerhalb der Sommerpause die Bestätigung rausgeschickt hatte. Und ja, 2 Monate später war es ein eingetragener, gemeinnütziger Verein hier in Köln. Das ging echt fix. Ja, mit dem Verein konnten wir dann auch Räume anmieten. Die Räume, die sind auf der anderen Rheinseite. Ich zeige mal in die Richtung ungefähr. Das ist, wenn ihr die Zoobrücke rüberfahrt, warte mal, Moment, Zoobrücke? Stimmt, die Richtung, ne? Ja, whatever. Der Sonne entgegen oder so. Morgens zumindest. Also Zoobrücke rüber, auf der linken Seite von der Zoobrücke aus gesehen, da gibt es auch das Gebäude 9 und daneben gibt es die alte Gasmotorenfabrik von den Hummel-Klöckner Deutz-Werken. Es sind diejenigen, die auch so große LKWs und sowas bauen, also Deutz, vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, Motoren für LKWs und so. Das war deren altes Verwaltungsgebäude, das haben die vor 6, 7, 8 Jahren aufgegeben. Und dieses Gebäude stand im Grunde leer, wurde dann verwaltet von der Sparkasse irgendwie. Die haben da so einen Liegenschaftsbereich noch, die haben das Ganze verwaltet.
Und darin hatte sich vor im März 2010 der Coworking Space, Coworking Cologne, eingenistet. Und die hatten auf derselben Etage noch ein bisschen Platz gehabt, so 3-4 Räume, wovon wir uns dann erstmal 2 angemietet haben. Das heißt, wir hatten wirklich Glück mit den Räumen, dass wir von Anfang an Räume kriegen konnten. Unheimlich günstige Miete mit allen Drum und Dran drin. Findet man selten hier in Köln, ist ja eine recht teure Stadt geworden. Ja, und so konnte dann halt sehr schnell die Dingfabrik gedeihen durch einiges an Engagement, was reingesteckt wurde, Räume renovieren, war auch ein bisschen Risikofreude dabei, vor allen Dingen so Kaution vorlegen, dass man halt einfach zusammengeschmissen hat und gesagt hat, okay, komm, wir wollen das alles haben, sind 10 Leute, jeder schmeißt was in den Pott rein und wir mieten uns die Räume an, machen es einfach. Ja, und letzten Endes wurde dann halt so die Dingfabrik da draus. Zeit für einen Kaffee. Danke. Was dazugehört, ist dann natürlich auch nicht nur Räume an sich, die Infrastruktur, sondern auch Treffen. Die Basteltreffen fanden sehr früh schon statt. Das war auch nebenan im Coworking Space schon, als die Räume noch nicht fertig angemietet oder noch nicht angemietet waren und noch nicht fertig ausgebaut wurden. Sprich, diese 2-3 Monate Übergangsphase zwischen Vereinsgründung und Anmietung der Räume, sind wir in den Coworking Space gegangen, war eigentlich ganz praktisch, um dort sich mal zusammenzusetzen, rumzubasteln. Ein paar von den Leuten, die da drauf zu sehen sind, findet ihr auch hier auf der SIGINT. Dazu gab es dann Vorträge. Ich meine, es ist praktisch mit dem Coworking Space direkt nebenan, ist groß genug, dass da so ohne Probleme mal 100 Leute auch reinpassen. Wir hatten auch so um die 50 Leute bei den Vorträgen da. Diverseste Themen von Technik über Architektur bis hin zu Design. Und nebenbei dann halt natürlich Ausbauen der eigenen Räume. Das ist noch so der Rohzustand, so leer waren die danach nie wieder. Es gibt auf der Website übrigens von der Dingfabrik, also dingfabrik.de ist die Webseite, gibt es eine Tour, so eine 3D-Tour, wo halt mal sehr schöne Bilder gemacht wurden mit der Kamera, wo ihr dann auch im Grunde einen 3D-Rundgang machen könnt, so die Räume anschauen könnt, wie sie vor mittlerweile einem halben Jahr aussahen. Und dann kam auch so das erste Werkzeug an, als bekannt war, dass es die Dingfabrik gibt. Das war nur eine Blechschere, die hat man geschenkt gekriegt. Dann gab es immer mehr Werkzeug. Ist auch eigentlich ganz interessant, wo kriegen wir Werkzeug her? Natürlich kann man es kaufen, ist aber sauteuer. Was für die Dingfabrik oft war, waren Spenden von Leuten, die selber zu Hause das Werkzeug nicht mehr brauchten, was so viel hatten oder wo es teilweise auch Todesfälle gab, die es dann halt, da nichts, oder die Erbschafter konnten nichts mehr damit anfangen, haben es an der Dingfabrik auch gespendet. Es ist halt sehr viel dazugekommen, sodass es dann irgendwann auch eine schöne große Werkzeugwand gab. Ich glaube, so aufgeräumt war die danach auch nie wieder. In der Regel sieht die so aus. die Werkzeugwand selber ist schon recht gut aufgeräumt. Vor allen Dingen, man sieht immer ganz gut, wo fehlt Werkzeug. Also wenn man so ein bisschen die Konturen drumherum malt, das sieht man auch. Ich weiß, ich habe hier vielleicht gestern mal der Vortrag von Philipp Stephan. Der hat ein bisschen was über 3D-Drucken erzählt gehabt. Er hat auch so ein paar Bilder gezeigt von der Open Design City in Berlin. Die haben es auch so gelöst, dass um das Werkzeug herum einfach Konturen gezeichnet sind. Da sieht man direkt, was fehlt. Das ist immer ganz praktisch, kann man hinterher dann auch mal so im Plenum ansprechen, so, wer hat schon wieder Werkzeug mitgenommen? Wo ist das? Ja, die große Werkzeugwand. Dann gab es plötzlich aufgrund einer Spende oder einer Dauerleihgabe das erste elektronische Werkzeug oder computergesteuerte Werkzeug, eine CNC-Fräse. Ist halt eine Dreiachsfräse, also XYZ-Achse, mit der man so ein Proxon halt einspannen kann. Die kann man ansteuern. Das war dann auch wieder so sehr schön für die Elektronik-Nerds, die dann so rumbasteln konnten, wie kriegen wir das Ding ordentlich angesteuert, wie kriegen wir es auch vor allen Dingen mit freier Software angesteuert oder müssen wir was Kommerzielles holen. Ist auf jeden Fall eine sehr interessante Entwicklung, vor allen Dingen auch damit so ein bisschen beizutragen, was selber zu entwickeln oder auch weiter umzubauen, zum Beispiel solche Umbausätze. Es war von dir, Martin, oder? Ja, genau. Ja, gut. Ja, der Schaffer dieses schönen Umbausatzes, wir bauen aus der CNC-Fräse ein,
was sagt man dazu am besten, ein Pinselmaler. Sprich, auch für andere Zwecke einsetzen. Jetzt gibt es einen neuen Umbausatz mit einem Lötkolben vorne drauf. Da kann man sehr schön dann so Brettchen, also in so Brettchen mit einem Lötkolben halt reinbrennen. Gibt es auf der Webseite gerade auch ganz aktuell so das Ding des Monats. Sprich, ja, immer wieder mal auch Technik ein bisschen verfremden, also dieses klassische Hacking anzuwenden. Dazu kamen dann 3D-Drucker. Aktuell stehen da, ich glaube, 4 rum. Haben sich mal so angesammelt. Ich meine, 3D-Drucker haben das Problem, dass meistens irgendeiner nicht funktioniert. Da braucht man dann auch mal andere 3D-Drucker, die wieder Ersatzteile drucken können. Das ist auch das Praktische dabei. Und wenn man halt so viele Ersatzteile gedruckt hat, kann man sich direkt noch den nächsten bauen. Ja, was haben wir sonst noch? Elektronisches Material da. Also es gibt auch einen Plotter, einen alten Plotter, der dann mal umgebaut wird, jetzt zum Schneidplotter. Es gibt Druckerkopierer, mit denen man dann auch irgendwie Elektronik, Platinen halt so ätzen kann oder drucken kann im Grunde. Kommt halt auch immer wieder was Neues hinzu und vor allen Dingen sehr viel Arduino-Basteleien, weil es halt ein sehr gutes Einstiegsprojekt ist auch. Ich meine, Arduino-Workshops gibt es unten auch im Keller. Ja, und irgendwann hat man das Problem, dass die Schenkungen größer wurden. Zum Beispiel der kleine Kollege hier. Das ist so ein 6-Gelenk-Roboter von KUKA. Das Teil kann so 150 Kilo heben, wiegt selber 1,2 Tonnen. Ist ursprünglich aus der, soweit ich weiß, Autoproduktion halt auch gewesen. Ja, für den war kein Platz mehr, vor allem nicht im dritten Stock, wo die Deckenbelastung nicht so gut ist und in den Aufzug wollte der auch per se nicht rein. Und das war dann so die Idee dazu, die Dingfabrik ein bisschen umzustrukturieren, vielleicht auch anders zu machen. Also es ist bisher eine Idee und die möchte ich jetzt so im zweiten Teil des Vortrages ein bisschen näher vorstellen. Naja, Alex hat die Folien gemacht und hat mal ein bisschen rumgespielt. Es gibt übrigens ein Buch auch, beziehungsweise einen kurzen Videoclip. Ja, wenn Alex da wäre, könnte das Buch direkt mal zeigen. Da wurde auch über die Entstehung der Dingfabrik gesprochen, beziehungsweise sind noch ein paar andere Projekte auch mit dabei. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Stand auch nochmal, weiß nicht dabei. Wisst ihr noch, wie das heißt, das Buch? Phase 0, ja, danke. Wunderbar, genau. Phase 0. Das ist unter anderem Dingfabrik und ich glaube 8 andere Projekte, die auch zeigen, wie sie sich aufgebaut haben. Sind auch irgendwie Künstlerprojekte dabei, sind Tanzschulen und sowas dabei. Ist ein sehr interessantes Buch, um halt mal so den ersten Kick zu kriegen, wenn man selber etwas gestalten möchte oder selber einen Raum aufbauen möchte. So. Was haben wir in der Dingfabrik aktuell stehen? Die CNC-Fräse hatte ich ja gerade schon mal genannt. Es gibt auch sowas wie eine Standbohrmaschine, die kam auch irgendwann dazu. Kreissäge hatten wir uns angeschafft, weil wir gemerkt haben, ja, immer nur so mit der Handsäge oder mit der Japan-Zugsäge zu arbeiten, ist dann auch ein bisschen anstrengend. Da braucht man auch mal Werkzeug, womit man ein bisschen mehr mitmachen kann. Handkreissäge ist auch ganz praktisch, um halt mal kleinere Sachen zu schneiden. Nähmaschine, ich glaube aktuell auch eine Stickmaschine, dann gibt es eine Ledernähmaschine jetzt auch ganz frisch, also so ein Teil, was auch über Drehstrom nur läuft, da kriegt man auch mal ein paar dickere Sachen mit durch. Gibt auch Leute, die so Taschen selber bauen, ist eigentlich auch ganz praktisch. Elektronikzeugs und ja, 3D-Drucker. Aber grundsätzlich gesehen ist alles so Material, was man auch selber in den eigenen Keller stellen könnte. Also ich kenne genügend Leute, die auch, ja, vielleicht vom 3D-Drucker abgesehen, alles auch zu Hause stehen haben und selber dort damit arbeiten. Also man braucht dafür jetzt nicht irgendwie riesige Räume oder so. Aktuell auch unsere Vernetzung in der Stadt. Wir sind mit der Dingfabrik sehr lokal geprägt. Das heißt, wir haben sehr gute Vernetzung zu den diversen Coworking Spaces hier. Coworking Cologne war der erste, der sich herausgebildet hatte vor 2,5, knapp 3 Jahren. Dann ist das Beta-Haus hier in Köln von einem Jahr dazugekommen.
Solution Space ist auch noch so ein kleinerer Coworking Space, wo sich ein paar Leute halt zusammen ein Büro teilen. Also mit denen werden schon Sachen gemeinsam gemacht, dass man auch mal Vorträge dort hält oder auch die Räume nutzt, um etwas anzubieten, einen Workshop anzubieten. Dingfabrik ist auch Teil der Verbund offener Werkstätten hier in Deutschland und der Fairplay for Germany Community macht da auch oder wirkt auch sehr viel mit. Also es sind vor allen Dingen bei der Fairplay Community sind es Skype-Gespräche, wo halt dann einfach diese 6, 7 verschiedenen Fablabs hier in Deutschland zusammenkommen, sich gemeinsam austauschen, das ist so einmal im Monat eine Konferenzschaltung und auch zu schauen, wie können wir Fablabs weiter hier in Deutschland fördern, wo kriegt man vielleicht auch Gelder her zur Anschaffung von Maschinen, weil das sind ja dummerweise als Maschinen so ein bisschen teurer sind, ne? Vor allem, wenn man so in die Richtung Lasercutter denkt, was ja jedes Fablab eigentlich haben möchte. Dass halt generell so ein Austausch stattfindet, wie kriegt man das Ganze ein bisschen besser koordiniert. Dazu kommen diverse Veranstaltungen. Das sind jetzt hauptsächlich Kölner Veranstaltungen. Wir sind sehr schnell halt in die hier in Köln in die verschiedenen Künstler- oder Architekturszenen mit reingerasselt. Das heißt, dass wir zum Beispiel Ausstellungen auf den Passagen hatten, auf der CNB. Das ist so eine Messe, die, ich glaube, im Rahmen der Popcom ist. Ne, beziehungsweise nicht Popcom, die heißt, gibt es ja nicht mehr hier. Ähnlich Veranstaltung, Nachfolger. CEO Pop, genau, richtig, so, das war die. Popcom ist auch nach Berlin gegangen. DQE, das Designquartier Ehrenfeld, mit denen ein paar Sachen zusammen gemacht. Die Plan 10, das ist eine Architekturmesse, die so ein bisschen verteilt ist über die Stadt, da hat man auch noch mitgewirkt. Also sehr viele verschiedene Sachen, um hier Anschluss an Personen in der Stadt zu kriegen, die auch mit Architektur etwas zu tun haben oder mit Kunst. Zusätzlich Medien NRW, die unterstützen uns ein bisschen. Die Stadt Köln in dem Sinne, dass die Stadt Köln einen Bereich hat für Förderung von Freiberuflern oder von sich selbstständig zu machen. Das findet man draußen vielleicht ab und zu mal so ein bisschen Werbung, Plakatwerbung, keine Passbilder mehr, macht dich selbstständig und sowas. Stadt Köln fördert da echt viel. Die kennen die Dingfabrik, die kennen auch den Coworking Space und versuchen auch teilweise Leute einfach zu vermitteln. So, du willst was machen, du hast eine Idee, die kannst du dort und dort umsetzen. DLR steht dort, weil es eine Kooperation gibt mit den Kulturpaten hier in Köln. DLR ist ja auch hier in Köln ansässig und Dingfabrik oder DLR ist halt auch Kulturpate für die Dingfabrik. Das heißt, dass da auch eine Kombination stattfindet. Und einen Austausch ab und zu. Könnte man vertiefen. Mehr Rocket Science. Ach nee, darf ja nicht. So, Zielgruppe. Zielgruppe der Dingfabrik aktuell. Was für Leute trifft man dort an? Das sind vor allen Dingen Techies. Ne? Basteln irgendwie an Arduinos und so weiter. Die Heimwerker. Die Bastler an sich. So, ne? Origami-Falter, sonst wie auch immer. Designer. Bitte? Frage? Designer und Künstler vor allen Dingen auch, sind Leute, die halt sehr häufig in der Dingfabrik auftauchen und die Räume gestalten. Ab und zu findet man auch Studenten dort, da gab es auch mal schon Anfragen von der Uni bzw. von der FH, um dort ein Projekt durchzuführen. Ist momentan aber nicht ganz so viel. So, wo kann es hingehen mit der Dingfabrik? Wir hatten gerade die Zielgruppe gehabt, die heute ist. Was sehen wir morgen mit der Dingfabrik? Produktdesigner, die einen Raum haben, um ihre Produkte zu gestalten, auszuführen und umzusetzen. Entwickler, das geht so in die Richtung Erfinder auch rein. Leute, die Sachen erfinden und in der Prototypenproduktion zum ersten Mal herstellen wollen. Ich meine, ihr kennt es ja selber, so ein Photoshop-Mashup ist halt wunderbar, um mal zu sehen, wie das aussieht, aber ein Produkt fertig in der Hand zu haben, vielleicht noch nicht funktionsfähig, aber zumindest mal irgendwie von der Form her in der Hand zu halten, ist was ganz anderes, um mal einfach drauf zu schauen, zu drehen und zu gucken, ist das das, was ich haben möchte.
mittelständische Unternehmen, die auch durchaus Prototypen herstellen möchten. Die Erfinder, Schüler und Studenten als Laborbereich, dass dort Ideen angefasst werden können. Weil ich meine, an welcher Schule gibt es heutzutage noch sowas wie einen Werkunterricht? Kaum noch. Und ich denke, dass es ganz wichtig ist, vor allen Dingen Schüler und Studenten die Produktionsmaschinen von morgen zu vermitteln. Klar, es ist natürlich wichtig und gut, wenn man weiß, wie man eine Säge bedient. Aber morgen werden wir nicht unbedingt mehr Handmaschinen haben, sondern wir werden wirklich die elektronischen Maschinen haben. Wir werden automatische Sägen haben. Wir werden die 3D-Drucker haben, die uns die Produkte fertig ausdrucken. Und dafür mal so ein Händchen zu kriegen, wie funktioniert so ein Produkt, wie funktioniert so eine Maschine. Existenzgründer, wie gerade schon mal kurz angesprochen, mit der Stadt Köln zusammen vor allen Dingen, die Möglichkeit zu finden, Existenzgründer in die Dingfabrik reinzubringen, dass die dort ihre Ideen umsetzen können. Und vor allen Dingen auch die Kleinstunternehmer. Auch ein interessantes Phänomen, dass durch die Dingfabrik diverse Leute sich auch selbstständig gemacht haben. Sind einige dabei gewesen oder einige überlegen es noch, sich selbstständig zu machen, ihre eigenen Sachen halt umzusetzen, weil es halt einfach auch so ein Raum ist, ein Inkubator ist für diverse Leute, die sich treffen und diesen Austausch auch führen können. Generell kann man so, wenn man die verschiedenen Gruppen jetzt zusammenfasst, so sehen, das ist so eine gewisse Art von Katalysator für die Produktentwicklung. Und das ist, denke ich mal, etwas, womit Deutschland sehr stark ist, vor allen Dingen auch NRW. NRW hat ja das ganz große Problem, dass die große alte Industrie hier wegfällt aktuell. Ich meine, wir denken mal so in den Ruhrpott, ein bisschen nördlich hier von Köln, wo früher sehr viel Kohle geschafft wurde, wo Stahl verarbeitet wurde, ist heute einfach nicht übertragbar, ist zu teuer. Es wandert einfach weg und außerdem haben wir hier fast alles erschöpft, auch irgendwie an den Ressourcen. NRW hat echt das große Problem, dass kaum noch Menschen hier bleiben. Viele ziehen einfach weg, aber wir haben hier noch die Leute, wir haben hier noch das Wissen. Und Produktentwicklung ist etwas, was halt ja einmalig im Grunde gemacht wird. Ein Produkt wird entwickelt, gut, gibt natürlich auch zyklische Prozesse, dass ein bisschen weiterentwickelt wird und so. Aber das ist eines der Kernthemen, in denen NRW ganz stark ist und wo NRW auf jeden Fall noch punkten kann. Dazu kommt dann natürlich die Vernetzung. Also wie wäre die Dingfabrik in der Zukunft vernetzt? Wie können wir das hinkriegen? Über den Bereich Bildung. Das sind die Vorträge auch weiterhin. Vorträge von Leuten, die etwas entwickelt haben, dass die es vorstellen und weiterreichen, das Wissen weiterreichen. Mehr Vernetzung auch im Bereich Forschung und Wissenschaft. Also den ersten Punkt haben wir zum Beispiel gemacht. Ich habe vorhin diesen herrlichen, kleinen, niedlichen KUKA-Roboter gesehen. Das 1,2-Tonnen-Biest. Das steht zum Beispiel aktuell in der Fachhochschule hier in Köln. Dort im Labor für Robotik, glaube ich, ist das Maschinenbau Robotik. Die entwickeln dort eine neue Steuerung für das Gerät. Das heißt, es ist eine alte Steuerungsanlage dran, die ist irgendwie aus den 90ern, alte SPS-Technik, will keiner mehr bedienen, ganz schlechtes Teil. Und dort eine komplett neue Steuerung dran zu bauen, sprich neue Motoren dran zu bauen, die direkt angesteuert werden, sodass der Roboter ganz anders eingesetzt werden kann. Das heißt, man behält im Grunde draußen die Form und innen drin gibt es was komplett Neues. Ja, und dafür steht das Gerät dort in der Hochschule. Bleibt da jetzt so da noch ein Jahr ungefähr stehen. Bis dahin sollte neue Steuerung dran sein. Beide haben was davon. Die Hochschule konnte mehrere Diplomarbeiten oder Bachelorarbeiten, heißt das ja heutzutage, vergeben. Und die Dingfabrik hat hinter einen Roboter, der einfach mal performt. Connections in die Wirtschaft hinein. Da gibt es jetzt auch zum Beispiel schon so ein paar, oder hatten wir auch schon ein paar Austausche gehabt mit Firmen, die auch 3D drucken hier, dass die natürlich ganz andere Maschinen haben. Die haben jetzt nicht so einen Rap da rumstehen, der ein bisschen fuzzy was ausdruckt in der 700-Euro-Variante, sondern die haben eine zigtausend Euro-Maschine stehen, die in pulverbeschichteten Verfahren halten 3D ganz anders die Modelle herstellen können. Und natürlich die Kultur- und Kunstszene, das noch zu vertiefen, um zu zeigen, hier, Dingfabrik ist ein Ort, da könnt ihr was schaffen, da könnt ihr was machen. Zur Ausstattung. Sorry. Was soll da alles mit rein?
Was sehen wir da drin? Zerspanungstechnik. Sprich Maschinen, die ja, Material wegnehmen. Umformtechnik. Das sind so große Pressen, in denen man irgendwie Metalle pressen kann, umbiegen kann. Das sind auch heiße Öfen, in denen man Kunststoff mal zurechtbiegen kann. Also alles groß. Das ist nicht sowas wie ein Backofen, den ich zu Hause stehen habe, den ich was machen kann. Da kann man auch was machen, da kann man kleine Sachen mitmachen. Aber groß denken, groß arbeiten, Gusstechnik gehört auch dazu. Das Wissen haben wir hier, nur die Maschinen nicht. Oberflächenbeschichtung, was auftragen. Schweißtechnik, ja gut, das kann man vielleicht auch noch zu Hause machen. Da kann man auch sich ein Schweißgerät anschaffen und mal ein bisschen rumarbeiten. Oder Schweißtechnik an den Roboter dran setzen, damit arbeiten. Laser- oder Wasserstrahlzuschnitt. Laser ist toll, gibt es in kleinen Formen, die gibt es auch in riesig. Wasserstrahl ist halt ein bisschen sauberer noch, das stinkt nicht so und ein bisschen umweltfreundlicher. Also wird nicht so viel verbrannt dabei. Den Industrieroboter, den wir schon kennen, den erweiterten 3D-Druck. Also wie ich gerade schon mal sagte, jetzt nicht so diese Wrap-Wrap-Technik, sondern was Großes. Eine Elektronikwerkstatt, Holzverarbeitung. Und was auch mal wieder wichtig ist, eine Materialbibliothek. Also Materialbibliothek ist dann halt wirklich so ein Lager mit diversen Materialien dort zu stehen haben. Jetzt nicht unbedingt nur so ein paar Holzbalken, ein paar Dachlatten, sondern wirklich groß, dass man sagen kann, okay, ich gehe jetzt mal irgendwie Samstagabend rein und habe das Material da, um genau meine Idee jetzt umzusetzen, Verfügbarkeit. Genau jetzt im Moment und nicht irgendwie erst in 3 Wochen, wenn irgendwie das nächste Mal wieder Dachlatten geliefert werden können. Das Ganze könnte mit dem Konzept Dingfabrik Plus so aussehen, dass wir eine große Werkstatt haben mit Profimaschinen. Das ist so Größenordnung 800 Quadratmeter oder mehr. Und die Maschinen natürlich in ja, Handwerks- und Industriequalität, nicht die Heimwerkerqualität, die nach 300 Zuschnitten von irgendeinem Balken dann einfach mal um die Ohren fliegen, sondern die einfach mal was aushalten, die lange was aushalten. Dazu braucht man Leute, Profibediener. Leute, die sich auskennen mit den Maschinen, die mit den Drehmaschinen umgehen können, die wissen, wie man das Werkzeug richtig ansetzt, die wissen auch, also die auch so ein bisschen das Fingerspitzengefühl dafür haben, wie muss ich mit Sicherheit umgehen? Was muss ich alles beachten, damit mir jetzt nicht irgendwie meine Zerspanungsköpfe um die Ohren fliegen oder sonst was, damit das Bohrfutter nicht durch die Gegend wandert, sondern die einfach auch schon die Erfahrung haben, was kann passieren? Das merke ich auch immer wieder so bei jungen Leuten, die gehen halt hin, hauen irgendein Bohrfutter oder die Bohrmaschine, das Gewinde jetzt nicht ordentlich reinhalt in die Bohrmaschine, dann wackelt das da rum und irgendwann fliegt es um die Ohren. Da fehlt so ein bisschen so das Gefühl dafür. Und einfach Leute zu haben, die das besser wissen, die das Wissen haben, die Erfahrung vor allen Dingen auch haben. Dort ist was bei rausgekommen, musst du denken, was sehr gut klappt, ist so eine Laborwerkstatt 50 plus. Sprich, Leute da zu haben, die so in Teilzeitrente sind. Ich meine, versuch mal mit über 50 noch einen Job zu finden. Ist sehr schwierig. Das ist ja das, was man immer wieder auch hört von Leuten, die auch schon über 40 sind und sagen so, ja, nee, Jobwechsel kann ich mir jetzt nicht mehr vorstellen. Ich muss jetzt einfach irgendwie hier drin bleiben, weil ich finde nichts mehr. Und hierbei haben wir eine Möglichkeit, diese Leute einzubinden. Die haben Erfahrung. Das ist nicht zu wenig. Und teilweise einfach auch mal diese Erfahrung, wie man mit den guten alten Maschinen umgeht. Und oft sehe ich dabei auch Leute, die unheimlich großes Interesse daran haben, mit den neuen elektronischen Maschinen auch zu lernen. Und die Interesse daran haben, auch ihr Wissen weiter zu vermitteln an junge Leute und andersrum auch wieder Wissen zurückzukriegen. Dass so ein richtig guter Wissenstransfer zwischen Jung und Alt stattfindet. Rahmen, was ich denke mal, was interessant wäre, ist, wenn wir eine Laborwerkstatt haben mit der Größe, sollte die auch zugänglich sein. Die sollte dann halt auch jeden Tag zugänglich sein. Das heißt, was ich interessant finde, ist, wenn die
wenn wir Teilzeitrentner finden, die Interesse daran haben, täglich dort ein paar Stunden gemeinsam die Werkstatt anzubieten, dort, ich sag mal, in Anführungsstrichen Werkstatt auf sich zu machen, als Ansprechpartner zu dienen, für Fragen in der Entwicklung, Produktentwicklung, für Fragen für die Maschinenbedienung, vielleicht auch Workshops anbieten, täglichen Workshop, CNC-Maschinenfräsen anbieten, sowas in die Richtung rein. Das wäre eine wunderbare Sache, sowas auszuziehen in der Größenordnung. Teilzeitrentner haben einen Job auf der einen Seite, nicht zu viel, nicht zu wenig. Auf der anderen Seite können wir dadurch auch einen Betrieb sicherstellen, der die Räume Dingfabrik Plus täglich bespielt. Der Aufbau bzw. was dadurch kommt, ist ein Kompetenzzentrum zu schaffen mit Spezialwerkstätten. Sprich eine Werkstatt, die sich jetzt nur dem Thema Oberflächenveredelung widmet. Als Beispiel. Da drumherum Ateliers ansiedeln, die die Möglichkeit haben, diese Werkstätten zu nutzen. Für Spezialsachen einfach da mal eine Tür weiterzugehen und zu sagen, hey, ich brauche dies und jedes Mal. Nicht zu vergessen Räume für Gründer. Das heißt, einzelne kleinere, größere Räume zu haben, wo sich ja, Leute ansiedeln können, die Ideen haben, die selber dann auch mal für sich Tür zu was entwickeln können, gerade mal die Maschinen nicht hören. Aber jederzeit die Möglichkeit haben, reinzugehen und mehr ja, zu erfahren, mit mehr Leuten sich austauschen zu können. Ein Austausch heißt in diesem Fall dann auch Bazar dabei zu haben. Einen großen Raum, der die Möglichkeit bietet, ähnlich wie jetzt hier so eine Etage tiefer, Standfläche zu haben. Nicht unbedingt jetzt irgendwie das eigene Produkt anzubieten, aber dort einen Raum zu haben, um ja, kleinere Messen immer wieder durchzuführen. Einen Raum zu haben, in dem Vorträge stattfinden können. Einen Raum für Workshops. Ein Raum einfach zum Treffen, vielleicht noch ein Kaffee dabei, ne? Für den Austausch. Und dadurch, dass halt Experten auch mit angesiedelt werden, findet dann auch dieser interdisziplinäre Austausch statt. Die Angebotsvielfalt ist einfach vorhanden. Es geht jetzt nicht nur um Holzverarbeitung, sondern man hat auch die Metallverarbeiter dabei und dann die Kombination daraus. Dadurch kann mehr geschafft werden. Und das letzten Endes, durch das komplette Konzept zusammengebracht, kriegt man so eine Anlaufstelle auch hin, so für die komplexe Produktentwicklung. Nicht nur so das Einfache, ich habe jetzt hier irgendwie etwas, was ich mit 3D-Druck ausdrucken kann, sondern vielleicht tatsächlich schon ein Modell entwickeln kann, was dem finalen Produkt sehr ähnlich ist. Für die Region haben wir ein paar Vorteile dabei. Das ist die praxisnahe technische Bürgerbildung, insbesondere durch den Bazar. Oder ich meine jetzt das Bild, was wir hier sehen, das ist aktuell von knapp vor einem Monat gewesen. Repair Café, das war ein Projekt auch hier, wo die Dingfabrik mitgewirkt hat, dass man in ein Café reinkommen konnte und seine kaputten ja, Werkzeuge mitbringen konnte und Dingfabrikanten haben es repariert. Das waren dann so Sachen wie, ja, das Bügeleisen funktioniert nicht mehr oder mir ist mein Kopfhörer im iPhone abgebrochen, ich kriege den Stecker nicht mehr raus. In diese Richtung ging es halt und ja, das ist momentan auch eine sehr große Nachfrage. Da wird auch in Kürze wieder so ein Repair-Café stattfinden. Momentan sind auch genau zu dem Thema sehr viele Pressetermine in der Fabrik drin. Vielleicht ist auch der Grund, warum Alex nicht da ist, weil er gestern Abend noch einen Dreh mit Dreisat hatte. Wahrscheinlich haben die wieder ein bisschen länger überzogen und so. Genau, praxisnahe technische Bürgerbildung. Es gibt mehr Unternehmertum, dadurch, dass halt der Raum einfach da ist, um Unternehmen anzusiedeln. Ich weiß nicht, kennen von den Berlinern den Modular Store welche, der am Moritzplatz ist? In Berlin, was so ein bisschen in diese Richtung reingeht, aber da ist das Ganze drumherum gebaut um einen Laden, Modular, die ursprünglich mal eher Online-Versandhandel waren für Künstlerbedarf und Atelierbedarf.
Die haben jetzt halt einen Hardware-Store, also das heißt, dass man reingehen kann in den Laden und dort sich die Kunstprodukte kaufen kann. Und drumherum sind noch diverse Werkstätten angesiedelt. So als in diese Richtung halt. Oder auch ein komplettes Haus noch, wo man sich eigene kleine Büros mieten kann, um dort ja, in Ruhe zu arbeiten. Diese Richtung geht es auch so. Nur halt, dass die Werkstätten im Vordergrund stehen. Werkstätten sind das Wichtige halt in der Infrastruktur. Und Innovationsinkubator, um verschiedene Sachen zusammenzubringen. Wirf irgendwie einen Architekten mit einem Design in den Raum, du kriegst ein wunderbares Haus, vielleicht noch einen Elektroniker dazu und du hast das auch automatisiert. Ja, es sind halt einfach mehr Möglichkeiten zur eigenen Entfaltung und mehr reinzubringen. Eine Frage. Ist das jetzt als eine weitergedachte VHS für Bevölkerungsbildung gedacht oder wie ist das? Weil ich bin in der Metallausbildung, ich sehe den Bereich jetzt und die Entwickler und die Handwerker, die das wirklich können, das sind zwei verschiedene Menschenschläge. Es mag Menschen geben, die beides können, aber ich denke mal, die Mehrzahl hat man einfach verschiedene Menschenschläge und ich wollte auch die zusammenbringen und das ist einfach nur, wir bringen jetzt mal allen das bei, weil das ist so 1000 Ziele, aber irgendwo jetzt keine klare Auslegung. Ich jetzt so. Es geht mehr darum, Leute zusammenzubringen. Definitiv. Das heißt, die Ideen haben und die es umsetzen können. Sind auch so die zwei, die du ungefähr gerade mal angesprochen hattest. Also Leute mit Ideen, Leute, die umsetzen wollen, das Ganze. Und ich glaube, wenn man die zusammenbringt, dann wird die Idee auch zu was Ordentlichem letzten Endes. Ist natürlich schwierig, jetzt kommt immer auf den einzelnen Menschen natürlich ganz eindeutig an. Nur ich glaube, es wichtig ist, dass man es wirklich mal anpackt, dass man rangeht, dass man es macht, das umzusetzen, versucht ranzugehen, die richtigen Leute zu treffen, hier in der Stadt die richtigen Leute zu treffen, mit den richtigen Leuten spricht, Förderprogramme nutzt, Förderungen sich einholt. Das ist richtig viel Arbeit, die jetzt noch darauf zukommt. Aber ich sehe es durchaus so, dass 2013, 2014 die Räume zum ersten Mal stehen können. Dass man einen Start hat, dass man vielleicht einfach diese 800 Quadratmeter Hallenfläche schon mal hat, die ersten Großmaschinen hat, mit denen man loslegen kann. Und das als Keimzelle zu nutzen, um es weiter auszubauen. Und vielleicht nicht nur hier in Köln, sondern in diversen anderen Städten. Ja, solange gibt es die alte Gasmotorenfabrik mit der Dingfabrik im dritten Stock. Deutz-Mühlheimer Straße 129 hier in Köln, dingfabrik.de die Webseite. Wenn Fragen und Anmerkungen sind, jetzt auch außerhalb hier der SIGINT, sprecht erstmal die Leute hier an von der Dingfabrik, die vor Ort sind. Oder schickt eine Mail oder fragt auf Twitter nach. Gibt diverse Möglichkeiten zum Anfragen oder wenn ihr aus Köln kommt, schaut einfach mal freitagsabends rein. Freitagsabends ab 19 Uhr ist immer geöffnet, freies Basteln, Bastelabend. Kann jeder reinschauen, ohne Anmeldung, ohne Mitglied zu sein, einfach vorbeikommen. Ansonsten habt Spaß mit der Dingfabrik. So, der einschläfende Teil ist vorbei. Jetzt dürft ihr noch Fragen stellen, ein paar Minuten. Ich fange hier vorne. Jetzt. Achso, Mikro. Haben wir hier noch einen Mikroengel, der durch die Gegend rennt? Hallo. Hi. Ich glaube, dass solche Spaces eine ziemlich gute Sache sind, aber ich sehe oft, dass sie relativ männlich dominiert sind und gibt es in der Dingfabrik oder auch generell in diesen Konzepten solche Spaces zu bauen, irgendwelche Mechanismen oder irgendwelche Ideen, wie speziell Frauen oder junge Mädchen da gefördert werden können, sich für Technik zu begeistern? Aktuell in der Dingfabrik muss ich sagen, es ist für mich einer der wenigen Hackerspaces, in dem ein sehr hoher Frauenanteil drin ist. Das was möglicherweise einfach ein bisschen damit zusammenhängt, dass der Raum sehr offen steht und dass auch Gerätschaften da sind, für die sich Frauen interessieren. Das hört sich jetzt wieder ein bisschen komisch an, das typische so, ja, da steht die Nähmaschine und da gibt es dann auch noch Origami-Falten. Aber da stehen die meisten nicht dran. Die meisten sehe ich irgendwie an der Stichsäge und an der Drechselmaschine, komischerweise. Also
Es ist wirklich sehr offen. Das, in der Dingfabrik sehe ich da kein Problem mit. Die Frage ist nur, inwieweit können und müssen wir es speziell fördern? Ich weiß, die Bilder, die ich gerade gezeigt hatte, waren eigentlich nur alte Männer an Drehmaschinen dran. Das ist ein echtes Problem. Findet mal CC-freie Bilder, auf denen Frauen an Drechselmaschinen stehen. Ich habe echt danach gesucht. Ich wollte auch so eins reinbringen, aber das ist Internet. Du hast davon nichts. So, wo hatten wir noch eine Frage? Thorsten, hattest du noch eine? Warte mal, oder machen wir kurz da hinten. Tobi steht gerade hinten mit dem Mikrofon, dann reicht das kurz durch dann. Ja, also so generell, ich meine, das hört sich so ein bisschen an wie der Wunschtraum eines jeden nicht rein IT-orientierten Hackerspaces. Wo ich jetzt, also was mich vielleicht so ein bisschen interessieren würde, ist, wie siehst du das vom Finanziellen her? Also ich meine, Räume, okay, mag man vielleicht noch irgendwie über Connections oder so kriegen, aber ich meine, so ein Waterjet oder so, was du angesprochen hast, ich denke mal, den finanzierst du halt nicht mal eben so aus Mitgliedsbeiträgen. Nee, das ist richtig. Also die Dingfabrik aktuell finanziert sich natürlich komplett aus Mitgliedsbeiträgen oder halt auch irgendwie mal Preisgeldern von Projekten oder von Aktionen, wo sie mitgemacht haben. Aber so Großmaschinen, die kriegst du echt nur durch Förderungen, vielleicht auch durch Aufnahme von Krediten, die du abbezahlst im Laufe der Zeit. Ich habe ja nicht davon gesprochen, dass irgendwie die Benutzung der Maschinen komplett kostenfrei ist, sondern ich denke schon, dass wir auch da ein Konzept entwickeln müssen, dass halt Maschinenbenutzung oder auch der Austausch, der gedankliche Austausch, also die Nutzung des Wissens auch durchaus verwertet werden können. Ich meine, das ist etwas, was bezahlt werden kann und sollte. Wir müssen nicht darauf irgendwie uns verlassen, dass jetzt ähnlich wie im normalen Hackerspace einfach alles so freies Wissen frei ausgebreitet wird. Natürlich, das soll auch Plan sein, aber ich meine, aktuell auch schon in der Dingfabrik gibt es Workshops für die Zahlste einfach mal, sei es auch nur der kleine Workshop, Umgang mit der CNC-Fräse, dann legst du dann auch mal 20 Euro auf den Tisch, was auch ein durchaus valides Mittel ist, um die Dingfabrik zu finanzieren. Meinen Großen sehe ich echt nur so, dort mit Unternehmen hier in der Region zu sprechen und zu fragen, habt ihr Interesse daran, so eine Maschine zu haben, die mitzunutzen, einen Pool im Grunde aufzubauen und dadurch eine Finanzierung hinzukriegen mit diversen Unternehmen, die das auch mit fördern möchten. So, jetzt aber hier vorne, Thorsten. Hallo, vielen Dank. Kurze Frage, das war jetzt die schöne Geschichte von einer Erfolgsstory. Gibt es auch ein paar Lektionen, die ihr gelernt habt, das hier funktioniert nicht so organisatorisch, beziehungsweise da müssen wir es ein bisschen anders anpacken? Na gut, das Konzept Dingfabrik Plus ist ja jetzt noch nicht umgesetzt. Es steht in der Planung, ist also die Idee dazu. Dingfabrik an sich, ich glaube, das übliche Problem, was die Dingfabrik hat, was eigentlich so jeder Hackerspace hat, in dem ich bisher mitgewirkt hat, ist, dass, hey, ich habe hier tolles Material, ich schleppe das mal an und vielleicht können wir damit noch irgendwas machen. Und irgendwann verkommt so ein Raum zu einem, wie soll man es mal sagen, Hightech-Schrotthalde. Das heißt, jeder bringt irgendwas mit und man weiß einfach nicht mehr, was man hinterher mitmachen soll und irgendwie muss man es eigentlich alles auch entsorgen. Das ist so, ja, noch eines der etwas vielleicht ungelösten Probleme, außer zu sagen, okay, keiner bringt was mit, außer du verbaust es jetzt direkt so. Ist auch ein bisschen, gehört es auch in diesen Bereich rein, Aufwertung von Sachen, von Material, dieses Upcycling, wie es da so nett genannt wird, aber es braucht Lagerfläche. Deshalb brauchen wir große Räume. So, noch eine Frage. Eine können wir, glaube ich, noch machen. Da müssen wir langsam auch den Raum für den nächsten Vortrag räumen. Den Raum räumen. Ja, dann die letzte Frage. Du sprachst davon Dingfabrik Plus mit Existenzgründern und Unternehmen und so. Soll in dem Konzept auch noch Platz sein für den kleinen Hobbybastler? Klar. Der Hobbybastler soll dort, das ist, glaube ich, jetzt gerade in dem, wie ich es vorgetragen habe, nicht so ganz rübergekommen. Natürlich soll der Platz haben. Das ist Die Bastelnachmittage sollen weiter behalten bleiben. Der Hobbybastler soll sogar die Möglichkeit kriegen, die Großmaschinen mitnutzen zu können, um darüber zu lernen, um darüber selber seine eigenen Projekte durchzuführen. Das heißt, dass es ja generell die komplette Kombination gibt, weil die Grenzen zwischen ich nutze es rein beruflich, ich bin komplett Produktdesigner, bis hin zu ich entwickle meine Produkte in meiner Freizeit, sind mittlerweile fließend.
Das ist nicht mehr eine Gruppe, die komplett getrennt werden kann untereinander. Okay. Ansonsten könnt ihr mich gerne noch ansprechen. Jetzt haben wir den nächsten Vortrag von, wer ist jetzt dran? Tante ist dran. Der auch hier stattfindet. Wo was drüben läuft, weiß ich gerade nicht. Müsst ihr selber irgendwie rausfinden. Nächste Quest. Danke.